Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar eine ganz große Frage. Die beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Weile. Ich will ein Hochbeet. Ja. Ist irgendwie schon komisch, dass ich ein Hochbeet haben will. Weil eigentlich ist es so komplett gegen mein Naturell. Weil ich mag weder Schlamm an den Händen, noch mag ich es, wenn ich irgendwelche Insekten mir entgegenkomme. Also ich weiß nicht, was ich mit einem Hochbeet eigentlich will. Aber da ich mich ja jetzt wieder mehr mit dem Kochen beschäftige, mit dem Kochen, mit dem Backen und so, möchte ich mehr über, wo kommen die Lebensmittel her, die ich verarbeite, für mich erforschen, um einfach ein besseres Gefühl zu bekommen, wie die Produktion ist. Und deswegen möchte ich erstmal so ein bisschen Obst und Gemüse anpflanzen. Ja, Obst nicht, ich hasse Obst. Ich will Gemüse anpflanzen. Kräuter. Und Kräuter. Wobei wir schon festgestellt haben, Koriander ist für weder für Mom noch für mich was, weil wir beide mögen keine Lakritze. Und Koriander soll nach Lakritze schmecken. Habe ich mal irgendwo gehört. Und man muss ein Koriander-Gen haben, habe ich auch gehört. Ist echt so. Ja. Ja. Voll witzig, ne? Und die Asiaten Koriander gehen. Ja, echt? Also ich habe auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich es habe. Und ich will sicher keinen Koriander, der Platz in meinem Hochbeet braucht, anpflanzen, bevor ich ihn nicht mal eine Woche ausprobiert habe. Ja, auf jeden Fall möchte ich für mich etwas mehr... Möchte ich da mehr tun? Jetzt aber die Frage, und da kann mir vielleicht der ein oder andere von euch da draußen weiterhelfen. Wisst ihr, wo es gute, fertige Hochbeete gibt? Also ich würde jetzt zum Obi gehen oder zum, wie heißt das eine, das was nicht Obi ist, das gegenüber vom Dena ist? Baumarkt. Vom Baumarkt? Heißt der echt Baumarkt? Hm. Hat er nicht einen eigenen Namen? Oh, das ist aber traurig. Echt? Oh. Man merkt, dass ich keine Ahnung habe von Sachen zusammenbauen. Also es darf auch keine technischen... Alles, was es haben darf, ist, dass man einen Akkuschrauber braucht. Ich bin super mit einem Akkuschrauber. Da habe ich ein Talent. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Ich bin mega gut im Akkuschrauben. Aber das ist dann auch alles. Mehr darf das echt nicht an Arbeit brauchen. Und ich wollte erst einen Bekannten fragen, ob der es für uns zusammenbaut, aber der ist jetzt leider krankheitsbedingt nicht mehr so da am Start. Dumm gelaufen. Ja, das ist eine traurige Geschichte für Elena. Aber ein voll Ego, ne? Das ist echt, der andere ist krank, aber für mich ist traurig. Ja, und auf jeden Fall wollte ich ein paar Sachen wissen. Erstens, wie groß muss so ein Hochbeet sein? Weil ich möchte ja schon so ein bisschen mehrere Sachen anpflanzen. So ein bisschen mehrere Sachen. Ich möchte schon so ein paar Sachen anpflanzen. Also mehrere verschiedene. So. Da wäre zum einen, ich möchte Karotten und ein bisschen Kartoffeln. Zwiebeln, kann man Paprika? Okay, aber dann vielleicht Tomaten. Kleine Paprika geht schon. Kleine Paprika vielleicht und Tomaten, wenn es denn geht. Es gibt ja Bücher, die heißen Hochbeet, aber ich bin ungefähr beim Lesen so aktiv wie andere Leute beim Aufhören mit anderen zu sozial zu interagieren. Also da ist bei mir gar nicht viel zu machen. Ich bin kein... Du Mama? Mhm. Ich habe da mal eine Frage. Mhm. Ich befürchte, dass ich schon wieder furchtbar schwäbel, aber ich riskiere es jetzt mal. Sag mal, Mami. Ja, hallo, Leo. Nee, das soll ich mir jetzt nicht sagen, aber der kommt gerade um die Ecke. Sag mal, Mami, wenn ich jetzt ein Buch zum Thema Hochbeet kaufen würde, würdest du das lesen? Nee, aber die Oma hat eins, wo sie liest. Von Gräfin Unser. Nee, ich meine dann nur Hitty, weil es wäre ja so ein Ding gewesen mit uns. Also nee. Gut, kein Buch. Ja, und das Buch ist ausgefallen. Das haben wir jetzt geklärt. Hat jemand vielleicht ein tolles YouTube-Video, wo das erklärt wird? Oh, das wäre doch praktisch, ne? Ich habe ja schon geguckt.
Irgendwie kommt gerade immer mehr der Schwabe hoch, ne? Egal. Ich habe ja schon mal nachgesehen und habe mir hab dann schon überlegt, was da in Frage kommt und was nicht. Aber bisher weiß ich nicht, was gute Tipps sind und was nicht so gute Tipps sind. Gesundheit. Autsch. Ja, auf jeden Fall hoffe ich ja, dass vielleicht einer da draußen bessere Tipps hat als die, die ich bisher, oder vielleicht einen Tipp, der mir hilft. Und ja. Was ist denn da drin passiert, dass der gerade so schnell weggerannt ist? Ah. Hast du Angst vor Corona, kleiner Mann? Dafür müssen Leute husten. Ey, ich weiß, passt jetzt nicht dazu, aber voll lustige Geschichte, ne? Immer wenn in Videos, die schon älter sind als 2019, irgendeiner hustet, dann zuckt der Hals zusammen. Ja, das ist voll witzig. Ja, auf jeden Fall wollte ich mal von euch wissen, was würdet ihr empfehlen? Was ist ein gutes Hochbeet? Was ist kein gutes Hochbeet? Würdet ihr eher sagen, man soll was selber basteln? Aber ich sage euch jetzt schon mal, ich bin handwerklich nicht geschickt. Lass es, Leo. Und ich lasse es mit dem Zusammenbau selber. Glaubt mir. Also erzählt mir einfach, gebt mir mal ein paar Tipps. Und ja, das ist jetzt mein Video. Ich weiß, da ist nicht viel Inhalt und ich habe mich auch mega ablenken lassen, aber jetzt mal ganz ehrlich, so ein kleines flauschiges Ding, das lenkt jeden ab. Wenn ihr nicht abgelenkt werden würdet, wenn Leo um eure Füße rumrennt, dann Respekt. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare Tipps oder Hinweise. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.ritme@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.